Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch dieses Armband auf dem Monster-Tail zeigen. Das ist ein Armband mit einem Fishtail-Verlauf innen und außen diesem schwarzen Muster. Ich finde das super schön mit dem Kontrast. Ihr braucht dafür ungefähr 80 Gummis, die Hälfte in schwarz, die Hälfte in den Regenbogenfarben. Wenn ihr das Ganze länger oder kürzer machen wollt, entsprechend mehr oder weniger. Und ich habe, wie gesagt, den Monster-Tail dafür benutzt. Ihr könnt auch euer Loomboard so einstellen, dass zwei Reihen parallel liegen, wie hier. Und dann benutzt ihr vier Pins, die hier so im Viereck liegen. Dann benutzt ihr sie diagonal. Das funktioniert auch hundertprozentig. Einfach genau die Anleitung übertragen, ist gar kein Problem. Oder ihr könnt auch eure Gabeln benutzen. Das funktioniert auch super. Auch die äußeren jeweils benutzen, das funktioniert auch. Und dann geht es auch schon los. Ihr braucht natürlich zusätzlich noch eure Häkelnadel und dann geht's los mit der Anleitung. So, ich starte für das Armband mit einem roten Gummi. Das spanne ich hier über die mittleren beiden Pins und zwar mit einem X. So. Dann kommt ein schwarzes, auch mit einem X und zwar quer darüber. Dann wieder eins für die kurzen. Also hier quer rüber, da ist die Entfernung ja deutlich kürzer und dann wieder ein schwarzes hier lang drüber. So und dann ein gelbes in der Mitte wieder. So. Und jetzt loome ich das erste Mal ab. Ich loome immer ab, wenn ich hier drei habe und hier zwei. Ich loome das rote ab nach oben, auf der anderen Seite auch. Und dann das Schwarze auf den äußeren Seiten. Alles ein bisschen runterdrücken. Dann hole ich mir ein neues Gummi für die Mitte in Grün und ein neues Gummi in der Mitte für Schwarz, das quer rüber geht. Dann loome ich wieder ab. Erst in der Mitte das Orangene und dann außen das Schwarze. Dann kommen wieder neue Gummis auf. Blau und natürlich schwarz. Dann loome ich als erstes gelb ab und dann schwarz. Alles nach unten drücken. Und dann kommt wieder lila. Also nicht lila wieder, das ist das erste lila diese Runde, aber es kommt lila. Ups, habe ich zu früh abgelumpt. Achtung. Noch einmal zurück. So. Lila natürlich jetzt oben. So, alles nochmal in Ordnung bringen. Ich gebe natürlich direkt nach dem Lilan auch ein schwarzes auf. So. Und jetzt loome ich grün ab und dann direkt dahinter schwarz. Immer dran denken, direkt nach dem bunten ein schwarzes aufzugeben und dann beide gemeinsam abzulumen. Nach lila kommt rot und dann natürlich schwarz. Dann blau ablumen. Und dann schwarz. Nach rot kommt wieder orange. Nach orange schwarz. Lila abblumen. Und schwarz abblumen. So, ich zeige euch jetzt einmal hier den Verlauf, den ich schon habe. Das muss man alles nachher noch ein bisschen in die Form drücken. So sieht das Ganze momentan aus. Und so loome ich weiter, bis ich die Länge erreicht habe, die ich möchte. Ich werde 7 Verläufe machen, also 7 Durchläufe von den Regenbogenfarben. So sieht das Ganze nach einer ganzen Reihe Durchläufe aus. Hier unten habe ich schon den Schließclip eingehakt in Schwarz und Rot. Und hier oben habe ich jetzt so aufgebaut, dass ich direkt wieder abloomen kann. Ich habe lila aufgegeben und schwarz. Als erstes loome ich grün ab.
dann schwarz. Und dann, weil ich jetzt keine neuen Gummis mehr aufgebe, lume ich auch blau ab. Und habe jetzt als letzte Gummis mein lilanes und mein schwarzes. Die sammle ich jetzt alle auf meine Häkelnadel. Erst die lilanen, dann das eine schwarze, dann das zweite schwarze. Ich habe jetzt 4 Gummis hier auf meiner Häkelnadel liegen. Und die sammle ich jetzt alle einmal mit dem Schließclip ein. So, abnehmen. Und dann ist das Armband auch schon fertig. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und ihr findet das Armband genauso schön wie ich. Also es ist bisher wirklich eins meiner liebsten Armbänder und wirklich ganz einfach gemacht, entweder auf dem Monstertail oder eben mit den anderen Methoden. Auch eine schöne Struktur und eine schöne Größe, finde ich. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da freue ich mich natürlich immer. Wenn ihr noch Anregungen, Ideen oder Wünsche für unseren Kanal habt, einfach unten in die Kommentare damit. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann lasst uns doch einfach ein Abo da. Und wenn ihr sonst noch mehr von uns sehen möchtet, schaut mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei, da sind wir auch überall. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, das Video zu teilen, vielleicht haben ja auch eure Freunde Spaß daran. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.